Jo Freunde, was geht ab, bevor das Video anfängt? Der Black Friday Sale beginnt jetzt sofort. Bei Havas gibt es bis zu 50% Rabatt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu und auch den Code. Und bei MyProtein gibt es auch fast 50% Rabatt auf alles jetzt unten in der Videobeschreibung. Und viel Spaß beim Video. Gesund und ich habe hier heute Morgen schon Protein-Pancakes gemacht, so ein bisschen weihnachtlich, genau. Da habe ich ein bisschen Lebkuchengewürz rein und Orangen. Ich bin richtig gespannt, weil Mandy ist gerade dabei, für euch ihre Top 12 Weihnachtsrezepte aufzuschreiben in ein E-Book und das ist ein Rezept davon. Genau, das ist das dritte, was ich jetzt schon fertig gemacht habe fürs E-Book. Braucht ihr euch nicht merken, das E-Book kommt und da steht alles ganz genau drin. Genau, und heute werden auch noch weitere Rezepte folgen, denn wir wollen das E-Book schnell durchziehen und essen heute ganz viele Rezepte von meinem E-Book. Genau, ich würde sagen, also Pancakes an sich sind nicht so gesund, vor allem Nutella-Pancakes oder so nicht. Aber die hier mit Quark, Proteinpulver, richtig was für Fitness. Ja, ich füll dir gerne was auf. Und ich habe zu trinken einen Kaffee und Mandy hat einen Tee. Beim Kaffee habe ich mich informiert, wenn man einen am Tag trinkt, soll das sogar gesund sein. Habe ich auch gehört. Echt? Aber ich mag keinen Kaffee. Also nicht zu viel, ne? Die Menge macht das Gift. Und Tee ist natürlich sowieso gesund. Mmh. Richtig lecker. Echt? Mhm. Bin mal gespannt, ey. Bin gespannt, wie es dir schmeckt. Mmh. Schmeckt echt gut. Die Orangennote, die macht das. Ja, finde ich auch. Das schmeckt auch so weihnachtlich, oder? Mhm. Bist du eigentlich schon im Weihnachtsfeeling? Oh. Ich komme immer nur an dem am 24. rein. Echt? Ich denke irgendwie gar nicht drüber nach. Schenke hole ich auch immer zum Schluss. Also ich freue mich total und fange schon ein bisschen an zu schmücken. Ja, kannst du gerne machen. Okay, Leute, ja, wie gesagt, ihr könnt es natürlich nachmachen, ihr habt es im Intro gesehen, aber das richtige Rezept kommt noch. Und mal schauen, was wir noch so Gesundes heute essen werden. Das Wichtige ist, es muss heute natürlich trotzdem lecker sein. Wir haben eins vergessen, ganz viel Spaß beim Video. Mandy macht gerade schon das nächste gesunde Weihnachtsrezept aus ihrem E-Book. Martin und ich gehen ein bisschen Sport machen, Tischtennis. Egal ob bei Regen, Sonne, Schnee, Gewitter, Kühe fliegen vom Himmel, egal wann. Ich gehe noch so gegen Oskar. Das sehen wir gleich. Während Oskar jetzt noch draußen ein bisschen Tischtennis spielt, werde ich die nächste Mahlzeit bzw. den nächsten Snack vorbereiten. Und zwar werde ich jetzt ein paar Schichtgläser machen. Ich habe hier bei Ikea so coole Gläser gekauft und ich finde, da kann man die richtig gut drin machen. Also die sind jetzt nicht zu groß und nicht zu klein. Auf jeden Fall perfekt für so einen Snack. Da werde ich gleich so einen Pflaumenkompott machen. Und ich habe hier bei Edeka zuckerfreie Butterspekulatius gefunden. Die kommen da auch mit rein. So, Rezept Nummer 3 ist fertig. Einmal hier diese Schichtgläser mit Pflaumenkompott und Spekulatius und da oben ist dann noch Magerquark. Und jetzt werde ich noch ein paar Brownies machen. Das Rezept findet ihr dann, wie gesagt, in meinem E-Book. Ja, so geht das. Ja, erste Runde alles gut. Was nicht auf Kamera ist, ist nicht auf Kamera. Also, ich habe gewonnen für heute. So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe Martin 5:2 in den Sätzen abgezogen. Mal schauen, was Mandy gerade macht. Ich habe schon richtig Hunger. Oh. Hast du dich erschrocken? Ja. Was machst du hier Schönes? Da ist ja schon was. Ja, ich mache jetzt noch Brownies. Mmh.
Oskar darf jetzt mal das Schichtglas probieren. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich bin mal gespannt, ob es rausschmeckt. Nö, weiß ich gar nicht. Kekse oder Spekulatius. Ja, Spekulatius-Kekse. Und was ist das Rote? Marmelade. Pflaumen? Ja, Pflaumenkompott. Schmeckt's und dir? Magerquark. Ja, genau, und oh, Magerquark. Richtig lecker. Oh, das freut mich. Ist das gesund? Ja, richtig cool, gesund. So, ich habe jetzt noch die Brownies gebacken und jetzt sind wir endlich auf dem Weg, uns etwas zu Mittagessen zu holen. Wir haben heute noch gar nichts Richtiges voll gegessen. Voll wie 14 gelaufen. Ja, ihr seht, es ist schon dunkel, es wird schon um 16 Uhr dunkel, richtig kacke. Und wir haben die Brownies nicht gegessen, weil wir jetzt auch mal was Herzhaftes, also herzhaft ist es nicht unbedingt, was wir uns holen, aber wir wollen so nichts mehr Süßes, weil wir schon zwei Mal was gegessen haben. Deshalb holen wir uns jetzt eine Poke Bowl. Yes, also die kann man ja auch immer individuell machen und ich finde, Poke Bowl kann man einfach jeden Tag essen und es ist dazu auch noch richtig gesund. Und die Mandy möchte noch eine Cola haben und einen Apfel. Wir haben hier einen Platz gefunden, wo wir essen können. Ich habe Hunger einfach. Und schaut ja, euch das an. Das ist so, hier ist so der Bürgersteig. Hier sind so Stehtische. Und eigentlich gehört das zu irgendeinem Laden, der schon zu hat. Möchtest du vorstellen, was du hast? Natürlich. Ich nehme immer die gleiche Bowl. Und zwar habe ich hier ganz normal Sushi-Reis. Und dann habe ich als Protein habe ich Lachs. Dann habe ich Edamame, Ananas und Algensalat darf nicht fehlen. Dann habe ich als Topping habe ich Cashew und Kürbiskerne und eine Shoyu-Erdnuss-Mayo als Soße. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr gesund an. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war. Soll ich es nochmal vorstellen? Dann darfst du einmal die Fitness-Oscar-Special-Poke-Bowl vorstellen. Ja, Mann. Also der Sushi-Reis ist unten. Ich habe sowohl Turkey als auch Lachs gemischt mit Zwiebeln, so eine Sojasauce, Süßkartoffel, Guacamole, als Finish Pink-Wasabi-Mayo und auch ein paar Cashewnüsse drüber. Du nimmst auch immer das Gleiche, oder? Ich nehme immer das. Das schmeckt mega gut. Eine Poke-Bowl. Meine kostet mehr, weil ich zwei Proteinquellen habe. Ich habe Pute, also Pulled Turkey, also gezogene Pute. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist. Auf jeden Fall richtig, richtig geschmeidig schmeckt es mit Lachs. Zwei Proteinquellen, deswegen hat meine 15 Euro gekostet, deine 12 oder so. Ist ein bisschen teurer, aber so Poke Bowl ist mit eigentlich das Gesündeste, was man sich auswärts holen kann. Weil was gibt es schon als gesundes Fast Food? Und deswegen greifen wir oft auf Sushi oder Poke Bowl zurück. Ich könnte das echt jeden Tag essen. Ja. Genau, und jetzt essen wir das. Und wie ihr seht, essen wir heute gar nicht so viel. Das machen wir dann bei den Challenges auf unseren Hauptkanälen. Ich habe gerade ganz liebevoll die Amas-Pakete für euch eingepackt. Das sah dann so aus. Diese Pakete gehen wir jetzt wegbringen. Und heute startet der Black Friday Sale. Und zwar könnt ihr bis zu 50% auf alles bei Amas sparen. Das ist die krasseste Aktion, die wir je hatten. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und den Code findet ihr dort auch. Also greift auf jeden Fall zu. Ein paar Bootybänder sind noch da, aber ich glaube nicht mehr so viele. Vielleicht 30 Sets oder so. Also ja, die sind fast schnell weg. Sein. Aber die Frauensachen sind noch reichlich da. Also grau und schwarz. Greift zu. Wir haben die Pakete weggebracht und ich habe uns jetzt einen Fitness-Oscar-Spezialtee gemacht. Und der sieht so aus, wir haben hier Zitrone, Orange, Limette, Minze und Ingwer und ein Schuss Manuka-Honig. Das Ganze auch für Mandy, hilft nachweislich gegen Corona. Nein, Spaß, ich sage immer aus Spaß, dass der immun macht gegen Corona. Es ist der neue Corona-Impfstoff. Der Tee ist wirklich sehr gesund, echt zu empfehlen. Könnt ihr euch mal gönnen und schmeckt außerdem richtig lecker. Wie gesagt, ihr merkt schon, dass wir an so einem ganz normalen Tag gar nicht so viel essen und auch mega gesund essen. Denn die Challenges aus unseren Hauptkanälen müssen natürlich ausgeglichen werden. Man kann nicht nur Scheiße fressen, man muss das Ganze auch ausgleichen. 80-20 ist bei uns die Regel, 80% gesund und 20% dann für irgendwelche Challenges oder besonderen Videos ungesund, weil das kriegt halt mehr Klicks, muss man so sagen. Und wenn man über gesund redet, dann darf eine Sache natürlich nicht fehlen, und zwar ein Smoothie. Da ich faul bin, nehme ich diese bereits fertigen Smoothies und pimp die noch ein bisschen auf, mach die auf den noch gesünder mit 2,5 Orangen, etwas Spinat, ich nehme da nicht so viel, 100, 150 Gramm, Gerstengras und Kurkuma, alles richtig gesund, also so eine richtige Vitaminbombe. Ich sag's immer wieder,
im Winter, wenn die ganzen Krankheiten jetzt kommen und sowieso der Virus sich so ausbreitet wie noch nie, braucht man ein starkes Immunsystem. Und da hilft so ein Smoothie auf jeden Fall richtig gut. Boah, also von Leckerheit her mega. Probier mal. So von Leckerheit her? Von Leckerheit her hast du dich mal wieder selbst übertroffen, würde ich sagen. Das freut mich. Obwohl der grüne ist, ja, lecker. Und jetzt gibt es für uns beide noch einen Abendsnack. Ich habe mich hier für den Breakbar entschieden. Und ich habe wie immer den Baked Cookie. Den gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und heute habe ich Double Chocolate. Den mag ich irgendwie nicht so. Ich mag am liebsten Chocolate Chip. Ich mag Salted Caramel. Und dann der und Chocolate Chip ist auf Platz 1. Ja. Kann man richtig geil zum Tee trinken. Und dazu nehmen wir noch unsere Zucks. Und zwar haben wir hier einmal Omega-3, ZMA, Multivitamin-Tabletten, Vitamin D3, ganz wichtig, Zink. Und die sind richtig cool, das sind so Fruchtgummi-Multivitamin. Und Vitamin C, also genau. Richtig viel. Das Ganze ist nicht irgendwie für Muskelwachstum oder so, sondern eigentlich alles nur für die Gesundheit. Vor allem jetzt wegen Corona fürs Immunsystem. Genau, deswegen Zink, ZMA, Omega-3 sowieso fürs Herz, Vitamin D, weil Winter wenig Vitamin D wird produziert, Vitamin C gegen die Abwehrkräfte und alles. Also es macht alles Sinn, wir nehmen nicht einfach irgendwas so. Und wir waren auch schon sehr, sehr lange nicht mehr krank. Also wir sind sehr fit. Stimmt, Corona hatten wir auch nicht. Fitnesskappel. Es gibt einige, die wir kennen, die Corona. Aber wahrscheinlich Corona. Wir auch nicht. Wir nicht. Okay, Freunde. Also, vergesst den Black Friday Sale nicht. Bei MyProtein gibt es fast 50% Rabatt auf das alles und auf noch viel, viel mehr. Und bei Amaz gibt es bis zu 50%. Also schaut dort auch gerne mal vorbei. Und? Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.